Guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Kaminski. Ich bin Ihr heutiger Moderator für den Webcast zum Thema 5 Mythen zur Unter- und Überlizenzierung im Bereich Software as a Service. Vorab ein paar kleine Infos zum Ablauf des Webcasts. Ich würde Sie bitten, wenn Fragen aufkommen während des Webcasts, stellen Sie diese gerne über die Chat-Funktion. Wir werden diese im Anschluss an den Webcast beantworten. Außerdem eine kurze Information darüber, wieso wir drei netten Herren hier ohne Maske sitzen. Wir sind natürlich geimpft oder vorab getestet. Deswegen können wir uns hier auch zu dritt im Raum aufhalten ohne Maske. Dies nur vorab zur Info. Genau. Wie sieht die heutige Agenda für den Webcast aus? Wir beginnen zunächst mit einer Einleitung und einer kurzen Unternehmensvorstellung, schauen uns dann an, wie sich das Thema SaaS-Management entwickelt hat. Schauen uns dann an, welches Potenzial sich hinter dem Thema SaaS-Management verbirgt. Und dann gehen die Kollegen auf die 5 Mythen des Themas SaaS ein. Zunächst beginnen wir mit einer kurzen Vorstellung. Mit dabei sind meine Kollegen David Strickroth und Alexander Liebold, die sich zunächst kurz selbst vorstellen. David, startest du? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist David Strickroth. Ja. Ich leite bei uns die Practice zum Software- und SaaS-Management. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der Implementierung von SAM-Tools und damit einhergehen ja jetzt auch immer mehr die Implementierung und Vermessung von SaaS-Applikationen. Das bedeutet, in meinem Team sind einige Kollegen, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben. Deswegen kennen wir die Mythen der Kunden ganz gut und ich freue mich, dass wir den Alex aus meinem Team noch gewinnen konnten. Alex, willst du dich auch kurz Genau, vorstellen? Alexander Liebold, Principal Consultant, Sam, bin somit auch im Bereich von David aufgehangen. Und wie er schon sagte, auch wir haben erkannt, dass sich das klassische On-Premise-Geschäft immer mehr Richtung SaaS quasi entwickelt hat und dementsprechend sind wir auch in diesem Portfoliobereich stark aktiv. Super, vielen Dank. Genau. Ja, zu meiner Person, Tobias Kaminski, bin der heutige Moderator und bin bei der Softline als Account Manager tätig und bin dort für die Themen zuständig, Software, IT Asset Management und wie gesagt, leite heute durch den Webcast. Zunächst eine kurze Vorstellung der Softline für alle, die noch nicht an einem unserer Webcasts teilgenommen haben oder noch keine Berührungspunkte mit uns als Unternehmen hatten. Wir sind ein Beratungsunternehmen mit 200 Mitarbeitern und beschäftigen uns mit diesen vier Portfolio-Elementen, die Sie aktuell aufgeblendet sehen. Wir beschäftigen uns im Bereich des Themas Software Asset Management mit dem Thema Prozessberatung, Einführung eines SAM-Tools oder Optimierung eines Lizenz-Tools und dem klassischen Lizenzmanagement. Können das ganze Thema natürlich mit unserer Expertise auch erweitern in Richtung Hardware und IT Asset Management und dieses dann auch unter anderem als Grundlage nutzen, um im Bereich IT Service Management zu unterstützen. Des Weiteren unterstützen wir im Bereich der Informations- und IT-Sicherheit mit Themen wie PKI oder Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems. Beim Bereich Digital Workplace geht es ja um den modernen Arbeitsplatz. Zum Beispiel das Thema Softwareverteilung, Unified Communications finden Sie hier wieder. Und beim Bereich Cloud und Future Data Center geht es um Themen wie Cloud Readiness oder die klassischen Rechenzentren-Themen. Nutze ich das ganze Thema noch bei mir vor Ort oder schiebe ich Sachen in die Cloud? Wie kann ich das Thema angehen? In allen Bereichen unterstützen wir punktuell mit strategischem Consulting über die Implementierung von Tools, Lösungen und Prozessen bis hin zum Managed Service. Genau das kurz und knapp darüber, wer die Softline ist. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie sich das Thema Software Asset Management entwickelt hat über die letzten Jahre. Wir beginnen so grob im Jahr 1985 bis 2004 in dieser Zeitspanne. Damals ging es vor allen Dingen um physische Sachen, die man anfassen konnte. Physische Server, die bei einem vor Ort standen, FAT-Clients und die Lizenzierung war größtenteils installationsbasiert, also klassische Perpetual-Lizenzierung. Man hat es einmal bezahlt und Updates oder Neuerungen wurden auch einmalig bezahlt und man war dann Inhaber dieser Software. Es gab ein zentrales Budget, zentrale Ausgaben und das Ziel damals war, Compliance zu erzeugen.
Im Jahr 2005 grob bis 2011 kam das Thema Virtualisierung dazu, virtuelle Server, die man nicht mehr physisch anfassen konnte. Es wurden Remote-Applikationen bereitgestellt und die Lizenzierung hat sich auch dahingehend verändert, dass es kapazitätsbasiert war. Und der Zahlungsfluss wurde auch verändert. Es gab die Perpetual-Lizenzierung und zusätzlich kamen Wartungskosten und Maintenance-Kosten. Die Ausgaben waren immer noch relativ gleich. Es war nach wie vor ein zentrales Budget und Ausgaben, aber die Aufgaben oder die Ziele des Lizenzmanagers haben sich etwas verändert. Und zwar zu dem Ziel, Compliance zu erzeugen, kam zusätzlich hinzu, dass jetzt auch die Ressourcen, die virtuell eingesetzt wurden, optimiert eingesetzt wurden und somit keine Kosten verschwendet werden. Ja, 2012 bis 2019 so grob kam dann noch das Thema Cloud und Mobilität dazu. Themen wie Infrastructure as a Service, Bring Your Own Device oder Mobile Devices kamen dazu. Viele virtuelle Applikationen und auch erste SaaS-Applikationen haben Einzug gehalten. Die Lizenzierung hat sich noch einmal verändert. Es gab jetzt benutzer- und nutzungsbasierte Lizenzierung, was natürlich es auch schwieriger machte, die Transparenz zu schaffen. Und das Zahlungsmodell hat sich auch noch einmal gewandelt, und zwar Richtung Subscription Abonnements. Wir sind weiter bei einem zentralen Budget, allerdings wurden die Ausgaben immer dezentraler über Abteilungen verteilt und da die Übersicht zu behalten, wurde immer schwieriger. Ziele neben der Compliance waren jetzt Kostenoptimierung und Ressourcenoptimierung. Und in der neuen Welt angekommen, beschäftigen wir uns nicht mehr nur noch mit Infrastructure as a Service, sondern jetzt geht es auch um XaaS, also hybride Umgebungen und Infrastrukturen. Themen wie Software as a Service rücken immer mehr in den Fokus, Platform as a Service. Es gibt auch mittlerweile IoT-Geräte. Wir kennen es alle aus dem Alltag, viele Vernetzungen. Und es geht immer mehr weg auch zur nutzungsbasierten Lizenzierung. Und die Zahlungsflüsse verändern sich auch noch einmal, und zwar zur Verbrauchsabrechnung. Das heißt, die Hersteller gehen immer mehr dahin, dass man misst, welchen Mehrwert generieren sie mit der eingesetzten Software und schauen dann, was generiert das Unternehmen an Mehrwert und daran wird dann bemessen, wie viel so eine Software auch kostet. Die Budgets werden immer dezentraler in einzelnen Fachabteilungen und auch die Ausgaben. Ziel ist nach wie vor Compliance erzeugen, einen Unternehmenswert steigen und natürlich Kosten zu optimieren. Und das sind auch natürlich die Gründe, warum wir uns immer mehr mit dem Thema Software as a Service beschäftigen müssen, weil in der Zukunft das Thema immer mehr in den Fokus rücken wird. Es wird immer mehr SaaS-Applikationen geben. Und genau, jetzt schauen wir uns einfach an, warum es auch wichtig ist und das für Sie als Unternehmen einen großen Mehrwert bieten kann, sich mit dem Thema SaaS-Management auseinanderzusetzen, denn man geht davon aus, dass im Schnitt beim normalen mittleren Reifegrad nach Studie ca. 20 bis 40% der Kosten reduzierbar sind. Wie Sie die reduzieren können, sehen Sie jetzt auf der folgenden Folie. Und zwar geht es hier um eine kontrollierte Verteilung, eine Optimierung der Abonnements. Ja, also klassisches Beispiel. Ich denke, die Kollegen gehen vielleicht nachher noch drauf ein. Ist zum Beispiel Microsoft 365 E3-Pläne. Es ist natürlich suggeriert vom Hersteller, dass das die einfachste und beste Lösung ist, dass sie compliant sind, weil man kann ja nicht mehr compliant sein, incompliant sein. Allerdings verbirgt sich dahinter natürlich auch der Eigennutzen des Herstellers. Es gibt viele andere Pläne, die kostengünstiger sind und da geht es darum, das herauszufinden, zu optimieren und den größten Mehrwert für Sie als Unternehmen zu schaffen. Genau. Das sind so Punkte im Bereich SaaS, die es gilt: Schatten-IT entdecken, Optimierung der eingesetzten Abonnements und Verwaltung dessen, was ich bereits in der Cloud habe. Und so viel zur Einleitung zum Thema Software as a Service. Wo kommt es her? Warum sollen wir uns als Unternehmen damit beschäftigen? Und jetzt würde ich abgeben an meine Kollegen, die sich jetzt zu den 5 Mythen einmal auseinandersetzen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einleitung. Du hast es ja gerade schon gesagt, Tobias, das Thema Cloud und Software as a Service jetzt ganz im Speziellen birgt extrem viel Optimierungspotenzial. Damit Sie auch nicht den Eindruck generieren, wir haben diese 20 bis 40% reduzierbare Kosten uns ausgedacht,
würde ich gerne mal ein paar Aussagen von IT-Beratungsunternehmen, von IT-Analysten hier überblenden. Das sind Umfrageergebnisse, das sind Analysen und Reports von Gartner, von LeanIX, von Flexera, von Cisco. Vielleicht ganz beispielhaft. Ich will nicht auf alle eingehen, Sie können sich selber durchlesen. Nur oben links von Gartner, wenn wir lesen, 30% der SaaS-Lizenzen sind oft ungenutzte Shelfware, dann verbirgt das ja auch, dass wir diese 30%, wenn sie ungenutzt sind, ja auch gar nicht benötigen. Und das ist nur ein Beispiel, wie wir da darauf kommen, dass sich hier enormes Einsparpotenzial verbirgt. Auch das Zitat oben rechts von LeanIX, die bei ihren Kunden den Eindruck bekommen haben und das auch wiedergespiegelt bekommen, dass das tatsächliche SaaS-Portfolio, nachdem man wirklich den Rundumschlag der Vermessung mal durchführt, doppelt bis dreifach so groß ist als zuvor erwartet. Es sind also mehr SaaS-Apps in der Benutzung, als man vielleicht annimmt, und es sind mehr SaaS-Applikationen im Einsatz oder Subscription im Einsatz als notwendig. Das ist erstmal Fakt. So, nichtsdestotrotz ist es im Gespräch mit den Kunden, mit Bestandskunden, aber auch mit neuen Kunden, ihr kennt das aus dem Vertrieb ja so, dass sich ganz viele Mythen um den um Cloud und um Software as a Service drehen. Und fünf davon, Tobias hat es gerade gesagt, möchten wir jetzt aufführen, ein bisschen auch versuchen zu entkräften. Wir beginnen mit dem Mythos Nummer 1. Vielleicht haben Sie es selbst auch schon mal gehört, wenn Sie über das Thema sprechen oder wenn Sie das Thema treiben wollen vom Management heraus. Wird häufig gesagt, Software as a Service ist nicht in unserem Scope, weil die Erfassung und Vermessung mit unserem Tool ohnehin nicht möglich ist. Ja, das ist jetzt eine sehr technische Frage. Ist es denn mit SAM-Tools nicht möglich? Fragen wir doch mal den Principal Consultant. Wie sieht es aus? Ja, also ich glaube, Fernsehhalber muss man dazu sagen, dass es wahrscheinlich noch ein relativ alter Mythos ist, aber es ist ein guter Aufhänger auf jeden Fall. Vor zwei bis vier Jahren war es tatsächlich noch so, dass das Thema SaaS-Management in den SAM-Lösungen, die wir kennen, da ist jetzt ein Snow mit einem License Manager, Flexera mit FMS oder auch vielleicht ein ServiceNow mit ihrem Pro-Modul, tatsächlich nicht wirklich im Scope ist, und man hat sich sehr auf das On-Premise-Geschäft oder auf die On-Premise-Software reduziert. Das hat sich aber sehr stark gewandelt, und jeder, der ein bisschen tiefer vielleicht auch in die Werkzeuge guckt, die er jetzt schon benutzt im SAM-Bereich, wird feststellen, dass da sich viel getan hat. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Snow zum Beispiel nutzt Portalanbindungen, das machen auch die anderen Hersteller. SAMPro macht das zum Beispiel so von SAMSNOW. FMS macht das zum Beispiel so. Oder auch der Flexera SaaS Manager, das ist ja auch das Werkzeug, was wir uns heute ein bisschen genauer angucken wollen, nutzen direkte Portalmigration. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Webmetering und so weiter, aber diese Portalmigration, das sind so der gängige Weg. Und ich glaube, das ist auch jetzt ein ganz guter Ansatz. Wie auch in der Agenda schon geschrieben oder wie auch in der Einleitung schon geschrieben, wollen wir uns den SaaS-Manager von Flexera heute ein bisschen genauer angucken, weil er genauso ein spezielles Werkzeug ist, was halt von Flexera gekauft wurde. Ursprünglich war es mal Meta-SaaS und jetzt quasi integriert wurde in das Produktportfolio. So, ich würde jetzt mal meinen Bildschirm scheren. Was wir hier sehen, ist übrigens Flexera One. Ja, diejenigen, die Flexera Software kennen, werden es ja schon wissen. Flexera ist jetzt oder will aktiver in die Cloud gehen mit seinen Produkten, sei das jetzt FlexNet Manager Suite, sei das jetzt CMP Tools, RightScale Optima oder sei es halt der SaaS Manager. Hier in dieser Demo-Umgebung, die wir haben, würden wir uns aber heute speziell auf den SaaS Manager konzentrieren. Ich würde da mal mit einem Dashboard anfangen, das ich jetzt sehr langsam lege, gerade aufgrund meiner schlechten Internetverbindung. Okay. Genau, der SaaS-Manager integriert, wie gesagt, in Flexera One, ursprünglich Meta-SaaS, das wurde aufgekauft, ist eins der Werkzeuge, die man benutzen kann, um seine SAP, seine SaaS-Software zentral zu managen.
Und wenn wir über Management sprechen, ist es jetzt nicht wie bei der klassischen Premise-Software, wo Sie sagen, die Installation tut mir jetzt wie als Lizenzmanager, als SAM verantwortlicher, sondern es ist tatsächlich die Nutzung. Also das, was im On-Premise-Geschäft schon der hohe Reifegrad wäre, Nutzung zu analysieren, ist eigentlich hier die Basis im SAM-Umfeld. Und genau dafür ist dieses Werkzeug gemacht. Das heißt, wir nutzen die APIs, oder Plexera nutzt hier die APIs von Herstellern wie Salesforce, Microsoft, Adobe mit ihrer Creative Cloud, um diese Nutzungsdaten inklusive weitere Informationen ins Tool zu integrieren. Damit wir uns so ein bisschen an diesen Mythen langhängen können und simultan auch im Tool sich uns ein bisschen bewegen können, würde ich mal sagen, wir gucken uns mal genau diese Integrationen an, weil damit fängt alles an. Beim SaaS Manager ist es so, man differenziert zwischen zwei Typen von Applikationen. Direktintegration, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das heißt, es gibt eine API-Schnittstelle und über diese API-Schnittstelle der Portale kann ich in das Tool unterschiedliche Daten reinholen. Am Anfang stehen immer HR-Daten, das heißt, ich brauche erstmal alle Benutzer, weil SaaS-Software in der Regel wird die SaaS-Software wird durch Nutzer ja benutzt. Das heißt, ich brauche diese Nutzerinformationen auch in meinem Tool, inklusive auch Informationen zu den Accounts. Sind das aktive Accounts? Wann haben sich diese Accounts zuletzt angemeldet? Auch am HSR-System sind es aktive oder nicht aktive. Nur wenn ich diese Informationen als Basis habe, kann ich natürlich auch optimieren. Das ist ja die ganze Grundsache. Ne? Neben diesen Direktintegrationen gibt es dann auch nicht direkte Integrationen. Das ist halt alles, was per API, also entweder haben die Hersteller noch keine API dafür, oder sie wird aktuell vom SaaS-Manager noch unterstützt und wird dann wahrscheinlich in den nächsten Monaten einfach released. Und dafür kann ich dann mit Import-Jobs-API, so nennt sich das bei einem SaaS-Manager, arbeiten. Das heißt, ich kann selber eine Schnittstelle programmieren, im weitesten Sinne per RAS-API, per Push-Befehl hochladen und dann habe ich die Daten auch im System. Jetzt hast du das gerade schon gesagt, Salesforce, Microsoft und Adobe, das sind natürlich die Hersteller, mit denen sich alle rühmen. Dass man für diese drei eine Schnittstelle entwickelt, das glaube ich, kriegt man schon gut noch hin, aber sind das denn auch noch mehr als die? Können wir da mal reinschauen, also wie groß ist die Palette letztlich? Ich habe nicht genug Rechte in dieser Demo-Umgebung. Wir switchen mal schnell auf unseren eigenen Tenant, da können wir das sehr gut vorstellen. Das sind jetzt erstmal eine Liste der Applikationen, die direkt integrierbar sind. Klassiker drunter, wie ich schon gesagt, Creative Cloud, Dropbox, DocuSign, aber es gibt auch ein paar andere. Auch Ausgabensysteme von Kuba zum Beispiel spielen auch eine wichtige Rolle. Da kommen wir nachher bei einem anderen Mythos dazu, was uns eigentlich diese Verrechnungsdaten oder diese Ausgabendaten bringen. Also man sieht eine ganze Reihe und Flexera hat auch in unseren internen Meetings bestätigt, dass da noch eine ganze Reihe dazukommen werden. Man wird sich aber auch stark auf die fokussieren, auf die großen Hersteller, Microsoft, Adobe, Salesforce und versuchen dort die API immer weiter auszubauen, dass man immer mehr Informationen, insofern es halt die API in das Tool integrieren kann und dadurch natürlich größere Optimierungspotenziale zu generieren. Aber es gibt natürlich, wie du schon sagtest, auch ein paar Sachen abseits des Ganzen. Das sind die nicht direkt integrierbaren oder das sind integrierbare mit inklusive nicht integrierbare. Und da sieht man, da ist das eine ganze Menge inzwischen mit dazugekommen. Da kann man dann, wie gesagt, mit dieser Import-Jobs-API auch selber Schnittstellen schreiben. Das heißt, man legt diese Applikation erstmal dann hier an und mit der Import-Jobs-API kannst du dann selber die Daten noch zusätzlich hochladen und somit das Tool erweitern. Okay, also haben wir mit dem Mythos so ein bisschen aufgeräumt. Man kann also nicht mehr sich ausruhen und sagen, unser SAM-Tool kann es nicht. Das funktioniert inzwischen über verschiedenste Wege. Einen Weg haben wir gerade gesehen, Flexera SaaS Manager, von daher ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ich habe noch eine Frage von meiner Seite. Mhm. Dieses Tool SaaS Manager von Flexera, kann man den auch losgelöst nutzen oder geht das auch nur mit Flexera oder können das auch Kunden nutzen, die jetzt vielleicht mit einem anderen SAM-Tool unterwegs sind? Genau. Also im speziellen Fall des Flexera SaaS Managers ist es so, den kann ich alleine nutzen. Mhm. Da brauche ich keine andere Software, wie zum Beispiel die Flexera Manager Suite, sei es jetzt in der Cloud oder On-Premise. Bei den anderen Herstellern sieht es ein bisschen anders aus. Da brauche ich nur die Plattformen sozusagen. Aber genau in diesem speziellen Fall kann ich es auch so benutzen. Okay. Es gibt aber den charmanten Vorteil, ich hatte auch gesehen, der Teilnehmerliste, es gibt ein paar FMS-Kunden auch unter uns. Bei denen ist es so, man kann die Daten, die man im SaaS Manager hat, auch in seine FMS On-Premise oder auch FMS Cloud-Umgebung mit importieren und somit
dieses zentrale Bild wiederherstellt, was man da hat. Okay, super. Okay, dann lass uns zum nächsten Mythos switchen. So. Genau, den würde ich mal vorlesen, weil ich glaube, das ist ein Mythos, der eher so ein bisschen in die Prozessschiene geht. Unterlizenzierung ist bei SaaS-Anwendungen nicht mehr möglich. Ich habe mal so eine Aussage in den Raum gestellt. Aus meiner Sicht ist das ja so, oder? Du kaufst, kaufst was, dann benutzt du das halt. Ja, viel. Also kommt ganz drauf an, wie wir jetzt den Begriff Unterlizenzierung definieren. Ich glaube, was nicht mehr der Fall ist, das muss man als korrekt ansehen. Es ist nicht mehr so leicht, dass ich mir eine Subscription beschaffe und dann es aber auf 10 Rechner nutze. Ja, also diese Mehrfachnutzung von einer Lizenz, wie es in der Vergangenheit ja häufig auch der Fall war, wenn wir über zum Beispiel KAIS gesprochen haben, das ist so nicht mehr leicht. Unterlizenzierung ist trotzdem noch ein Thema. Ich würde es eher unter dem Aspekt der Incompliance sehen, denn was ist denn mit dem Bereich Account Sharing? Wenn ich mir einen Salesforce-Account zulege, dann kann ich dir mein Login geben, du kannst es damit benutzen und es wird nicht auffallen. Ich glaube auch nicht, dass wir das für uns toolgestützt identifizieren könnten. Also du kannst mir gerne widersprechen, aber ich glaube, das wird schwierig, das herauszufinden. Für wen es allerdings nicht schwierig ist herauszufinden, ist für die Softwarehersteller. Weil, glauben Sie mir, eine Microsoft, eine Salesforce, eine Adobe, die werden Intelligenzen haben in ihrem System, wo sie feststellen, wenn der gleiche Account häufig an mehreren Geräten genutzt wird. Die IP-Adressen zum Beispiel. Ja. Also seien Sie da nicht blind, wenn das auch auf Ihre Meinung bisher ist. Ein Audit-Risiko besteht nichtsdestotrotz. Und vielleicht muss man an der Stelle auch nicht jetzt über die Folgen sprechen, sondern eher über die Ursachen. Warum kommt es denn dazu, dass Mitarbeiter Account-Sharing betreiben? Was wird also Mitarbeiter bewegen oder eine Abteilung, dass sie Account-Sharing betreiben? Das kann unterschiedliche Ursachen haben, die man bekämpfen muss. Eine Ursache kann sein, dass die Freigabeprozesse zu lang sind. Stellt euch vor, es ist ein neuer Kollege in der Abteilung, der jetzt bis Ende der Woche neue Marketingkampagne aufsetzen muss, also ganz schnell in Salesforce angebotet werden muss und die Freigabeprozesse für eine neue Subscription für Salesforce, aber aufgrund der vorhandenen Prozesse in der IT bis zu 2 oder 3 Wochen dauern, dann geht es halt schneller, einfach das Login weiterzugeben. Ja. Es ist also eine Sache, die wir nicht toolgestützt verbessern können. Es ist eher so, dass man prozessual sich die Ursachen anschauen muss, um dann zu überlegen, an welcher Stelle müssen wir optimieren, damit es dazu nicht mehr kommt. Ich glaube, Ursachenbekämpfung ist möglich. Dazu brauchst du aber eine starke Governance, dazu brauchst du ein Review der bisherigen Prozesse. Denn wir sollten immer im Hinterkopf behalten, die Prozesse, die für Software as a Service gelten, die können nicht 1:1 adaptiert werden von den vorhandenen Prozessen. Das geht beim Deployment los, das geht beim Deprovisioning los und endet ja auch am Ende damit, wie gehen wir damit um, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Aber vielleicht kommen wir dazu dann später nochmal. Also Unterlizenzierung bei SaaS-Anwendungen eher aus der Compliance, also eher Compliance, Incompliance, eher darüber münzen, okay, weil sozusagen die Möglichkeiten, die Schindluder zu treiben, vielleicht auch ein bisschen größer sind. Ja, okay. Genau, also das vermeintlich Intransparente für uns ist für die Hersteller transparent. Ja. Die bekommen das schon raus. Ja, und da muss eben nicht mal mehr ein Hersteller an der Tür klopfen zum Audit. Ja. Dadurch, dass inzwischen die Applikationen ja online laufen, ist sehr viel schneller nachgewiesen, dass man hier die Nutzungsrechte nicht so nutzt, wie man sie nutzen darf. Okay. Nutzungsrechte bleiben also ein Thema, auch wenn es nur noch Software as a Service ist. Kommen wir zum nächsten Mal. Shadow IT. Ah ja, der Zauberbegriff, Shadow IT. Shadow IT stellt kein Problem dar, da SaaS zentral gemanagt wird. Okay, also ihr behauptet, jemand ist ja zentral, gibt ja Portale da drin und auch jemand sich wahrscheinlich ein bisschen auskennt, der verwaltet das alles. Und damit weiß ich ja, was es gibt. Also es gibt ja nichts, was
abseits des Ganzen überhaupt existieren. Also diese Shadow-IT, die gibt es ja mit SaaS nicht mehr, so wie früher mit der On-Premise-Software irgendwo unter dem Tisch eine Software genutzt wird, die ich gar nicht mit meinem Central erfassen kann. Ja, bis zu einem gewissen Punkt würde ich da mitgehen. Es ist natürlich so, dass wenn ich mir nur das anschaue, was zentral gemanagt wird, dann verschließe ich vielleicht auch die Augen vor dem, was eben nicht zentral gemanagt wird. Und wir hatten es eingangs gesehen, die Analysten haben ja auch von ihren Kunden berichtet, dass man nach einer vollständigen Discovery über SaaS-Produkte feststellt, es sind 2-mal bis 3-mal so viele SaaS-Applikationen im Einsatz, als man bisher gedacht hat. Und jetzt kann man ja nur mal drüber nachdenken, welche Abteilung geht denn immer den Weg über die IT, wenn sie ein neues Produkt einsetzt. Und ich glaube, es ist inzwischen so, dass die End-User es gewohnt sind, auch von ihren Smartphones, wir alle kennen das, wir haben das Smartphone in der Hosentasche, wenn wir neue Applikationen nutzen wollen, dann dauert das 10 Sekunden und wir haben es installiert. Ja. Und diese Schnelllebigkeit der Nutzung auch, dass ich so schnell das bekomme, was ich anfrage, das kann halt hier wieder prozessseitig nicht gegeben sein. Mhm. Und genau deswegen glaube ich, ist es für die Abteilungen einfach, sich ein Tenet aufzusetzen, ohne immer den Weg über die IT zu gehen. Und schon habe ich eine Situation, in der es eben nicht zentral gemanagt wird. Mhm. Gibt es denn Möglichkeiten, auch darüber hinaus zu schauen? Also kann ich toolseitig denn auch über das hinausschauen, was ich bisher zentral manage? Ja. Ist da Möglichkeit? Genau, da machen wir so ein bisschen wieder die Kurve zu dem, was ich vorhin gesagt hatte. Also mit diesem Identifizieren. Es ist folgendermaßen, die SAM-Tools gehen da ja, die SaaS-Tools gehen ja da, SaaS-Management-Tools gehen ja unterschiedlich ran. Wenn wir jetzt speziell den Flexera SaaS-Manager uns angucken, haben die eigentlich einen, finde ich, sehr interessanten Weg. Shadow-IT, also das, was mir halt unbekannt ist, das, was im Dunkeln quasi passiert, wenn irgendjemand mit der Kreditkarte zum Beispiel losläuft und sich eine Software kauft, weil wenn er Schindluder treiben will, macht er das bestimmt nicht auf eigene Kosten, sondern macht das dann wahrscheinlich eher mit der Firmenkreditkarte. Und der SaaS-Manager hat hier eine Anbindungsmöglichkeit, um genau das zu beleuchten. Ich würde mal ganz kurz wieder switchen. Screensharing, genau. Und zwar gibt es dafür eine spezielle Ansicht hier drin. Discovered Products. Und zwar, der SaaS-Manager macht das folgendermaßen. Man kann den SaaS-Manager an sein SAP-System oder an ein anderes Verrechnungssystem quasi anschließen. Und wenn diese Firmenkreditkarten benutzt werden, werden die ja zentral im SAP zum Beispiel gelockt und man sieht, was gekauft wurde, zu welchem monetären Wert und so weiter und so fort. Und genau dafür hat der SaaS-Manager eine Schnittstelle, muss ich natürlich nochmal den Tenant wechseln, um diese Kreditkartenabrechnungsdaten, sage ich es mal vereinfacht, reinzuholen, zu analysieren mit einer großen Suchmaske und dann zu sagen, okay, pass auf, jetzt habe ich hier in deinen Kreditkartenabrechnungen Software identifiziert. So, das ist ja prinzipiell erstmal nicht schlimm, weil es kann ja Software sein, die ich zum Beispiel schon kenne, die ich manage in meinem SaaS-Werkzeug. Aber es kann natürlich auch Software sein, die komplett an mir vorbeigelaufen ist, weil die halt irgendjemand gekauft hat, der das eigentlich nicht machen sollte. Wir haben jetzt leider hier ein bisschen eine eingeschränkte Ansicht in das Ganze, aufgrund der, dass es hier nur ein Demo-Tenant ist. Aber das sind zum Beispiel jetzt alle Käufe, die über so ein SAP-System zum Beispiel importiert wurden. Kann ich mir angucken und analysieren, wer ist der Hersteller, wie heißt die Applikation und es gibt dann einen Status. Also unmanaged bedeutet in dem Moment, ich kenne es eigentlich. Also ich manage das nicht aktiv in meinem Tool. Das heißt, wenn er jetzt die Software hier im Tool finden würde, würde er sagen, das ist eine gemanagte Software, erstmal alles gut. Und alles andere ist zum Beispiel, was abseits des Ganzen passiert. Und das ist hier eine ganze Menge, wie man sieht. Das muss jetzt nicht unbedingt schlimm sein. Im Webservice zum Beispiel, das ist ja jetzt nichts, was ich unbedingt den SaaS-Manager vielleicht verwalten möchte. Deshalb kann ich das exkludieren. Also wenn ich die entsprechenden Rechte jetzt hier im System hätte, könnte ich dann einfach sagen, okay, das ist cool für mich, ich blende es aus und dann gehe ich weiter durch. Was ganz schön ist, man kann auch hier gucken, auf welcher Basis er das jetzt hier analysiert hat. Ne? Das ist jetzt quasi dieser Rechnungsauszug, also Amazon Web Services gekauft am 14. Januar 2021 und hier sind die Kosten. Und das kann ich mir hier für alles angucken. Und was ganz cool ist, ich sehe, wer es gekauft hat, insofern diese Informationen über die Billing-Daten mit importiert werden können. Und somit kann ich dann identifizieren, okay, hier gibt es bestimmte Sachen, die sind nicht so gelaufen, wie es eigentlich der Prozess vorgeht. Hier hat sich irgendjemand am Prozess vorbeigeschlichen und einfach selber Software gekauft.
und kann die dann entsprechend hier drinnen managen oder halt Konsequenzen draus schließen. Das würde uns also als Unternehmen wieder helfen, von einem dezentralen Management zu einem zentralen zu kommen, weil ich so fachbereichsübergreifend und aus allen Abteilungen quasi Daten abgreife, die vielleicht bei mir jetzt noch nicht im Scope waren. Das ist ja auch ein großes Problem, was wir im klassischen SAM-Geschäft immer haben. Klare zentrale Verantwortlichkeiten. Ich habe vielleicht eine SAM-Abteilung, aber die weiß eigentlich gar nicht, was links und rechts passiert. Diesen Reifegrad zu erreichen, dass ich alles zentralisiert habe, dass alles über meine Abteilung läuft, ist halt im SaaS-Umfeld genauso schwierig. Und da hilft zum Beispiel genau diese Funktion. Dann sollen die Leute dort machen, was sie wollen. Ich verstehe mich vielleicht mit dem Leiter aus Marketing nicht unbedingt, deshalb weiß ich nicht, was der für Software kauft, aber genau über diese Schnittstelle kann ich die Software trotzdem identifizieren, die genutzten Produkte, und kann halt meiner Arbeit nachgehen, um SaaS zentral zu managen. Okay, das bedeutet zusammenfassend, wenn ich jetzt beispielhaft OneDrive nicht zentral manage, weil wir eben das Produkt nicht nutzen oder es nicht freigegeben ist von der IT, und jemand sich dann aus einer anderen Abteilung einen OneDrive-Account zulegt und das Ganze dann über einen Expense erkannt wird, dann habe ich die Kenntnis darüber irgendwo im Unternehmen, und ich sehe nicht nur irgendwo, wie ich dort gerade sehe, ich sehe ja sogar das Department, was wahrscheinlich über den User mitgezogen wird. Absolut richtig, deshalb, wir brauchen immer am Anfang ein Human Resources System, ein HR-System, was wir anbinden, damit wir genau diese Informationen haben, weil sonst bringen mir leider im SaaS-Manager die Informationen relativ wenig, wenn ich nicht das Ganze kategorisieren kann, wenn ich nicht weiß, wo die User sitzen, sind sie aktiv, inaktiv und so weiter. Okay. Und so fort. Cool. An der Stelle vielleicht, weil ich sehe gerade, wir haben jetzt noch etwas Zeit, es verbleiben nur noch zwei Mythen, würden wir gerne mal eine Umfrage auch mit starten. Und zwar haben wir zu dem Mythos Nummer 3 eine Umfrage auch. Wir würden gerne von Ihnen wissen, was glauben Sie denn, welche Abteilungen bei Ihnen im Unternehmen nutzen am meisten Software as a Service? Ich würde jetzt kurz warten, Ihnen die Zeit geben, abzustimmen. Dann schauen wir uns gemeinsam das Ergebnis an. Mal ein bisschen rum, dass wir sehen. Ja. Okay, Marketing. So, 60% haben schon abgestimmt. Ich glaube, Sie müssen für die Ergebnisse auch etwas nach unten scrollen. Wir machen das, wenn Sie es nicht sehen. Wir teilen das gern. Wir sehen jetzt gerade, dass... Okay, dann gehen wir bitte noch auf Umfragen. Weiter unten. Das, was da rote klingt, ist genau. Okay, also Marketing hat hier die meisten Stimmen erhalten. Ist tatsächlich auch so ein Eindruck, den ich häufig habe, weil wenn wir mit Kunden sprechen, heißt es wirklich häufig, Marketing nutzt schon wieder ein neues SaaS-Tool, um eine Kampagne zu treiben. Nutzt ein neues Tool, um Webcast besser zu machen. Ja, wir haben es ja gerade selber. Es sind halt Applikationen, die zur Not auch mal schnell irgendwie laufen müssen, weil der Druck dort ist groß, zeitnah, die Punkte die Sachen auf den Punkt zu bringen, das online zu schalten. Was haben wir noch? Management, Sales. Okay, ja. Was haben wir noch? Können wir nochmal scrollen ein Stück? Also hier unten IT-Forschung, Entwicklung. Also schon breit gestreut. Es zeigt so ein bisschen, dass man eben nicht nur mit zwei Abteilungen zu sprechen braucht und man den Rundumschlag hat. Von daher empfehlen wir wirklich, dass Sie das Thema etwas breiter angehen, als dann nur das sich anzuschauen, was sie zentral managen. Wir haben jetzt eine Frage bzw. einen Kommentar, den würde ich jetzt trotzdem gerne mal an der Stelle einstreuen. Und zwar wird gefragt, ob das eine Flexera Werbeshow ist. Da möchte ich gleich darauf eingehen, natürlich nicht. Wir müssen uns oder haben uns natürlich bewusst dazu entschieden, hier ein Tool zu nutzen, mit dem man SaaS-Management betreiben kann. Gibt natürlich viele andere Hersteller am Markt, aber die Funktionsweisen sind teilweise auch ähnlich. Wir haben uns jetzt bewusst für den Flexera SaaS Manager entschieden, weil wir natürlich als Softline da auch eine langjährige Partnerschaft pflegen
und ja, soll einfach nochmal aufzeigen, wie es funktionieren kann. Aber nichtsdestotrotz wird dann noch gesagt, diese Daten kann man doch direkt im ERP-System einsehen. Warum sollte ich denn das also mit dem SaaS-Management tun? Also prinzipiell, die Frage ist berechtigt, ich kann auch genauso ins N365-Portal gehen und dort meine SaaS-Management-Menschen für Microsoft. Genauso kann ich ins Adobe Cloud-Portal gehen, ich kann auch ins Salesforce gehen und das dort alles aktiv managen. Kann man natürlich machen, aber die Idee hinter diesen SaaS-Tools, unabhängig, ob das jetzt von Fixera ist, von Snow, von ServiceNow, die Idee dahinter ist natürlich, das alles zu zentralisieren. Das ist auch da wieder wie bei klassisches SM-Geschäft. Ja, ich will eine zentrale, transparente Ansicht, damit ich die Daten analysieren kann. Weil natürlich können Sie in das ERP-System gehen und dort die Daten jetzt für sich auswerten und dann darüber quasi ein Shadow IT Discovery machen. Absolut richtig. Aber das Tool hat halt diese Funktionsweise, um Ihnen diesen Schritt zu erleichtern, also diesen manuellen Schritt, weil ja auch eine Analyse und Normalisierung stattfindet. Das heißt, es wird normalisiert nach Herstellern, es wird normalisiert nach den Produkten. Und Sie sehen dann natürlich am Ende, ist es denn etwas, was ich manage oder was ich nicht manage? Aber natürlich, manuell ist das alles möglich, genauso wie klassisches Lizenzmanagement auch theoretisch manuell möglich ist. Keine Frage. Danke. Okay. Dann, ja, wir sind schon wieder auf der Präsentation, das ist gut. Dann gehen wir zum nächsten Mythos. Sicherheitsrisiken werden ja häufig als Punkt gebracht für Software as a Service. Demgegenüber setzt man häufig die Aussage, dass unautorisierte Nutzung durch die zentrale Accountverwaltung gar nicht möglich ist. Klingt für mich valide, wenn ich den Account meinem Mitarbeiter oder die Subscription meinem Mitarbeiter nicht zuweise, dann kann der es ja auch nicht nutzen. Ja, möchte man meinen. Ja. Genau, es geht aber ein bisschen darum, sozusagen diese Daten auch dezentral anzeigen zu lassen. Und es ist natürlich interessant, auch wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Subscription im 365 zugewiesen bekommen hat, ich kenne diesen User halt nur aufgrund seines UPNs im N365-Portal. Ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, ist der denn überhaupt noch ein Unternehmen, weil ich kenne nicht jeden Mitarbeiter in meinem Unternehmen. Braucht der das denn überhaupt wirklich? Also wenn er 60 Tage lang diese Software nicht benutzt hat. Ja? Also Nutzung ist hier wieder dieses große, das Zauberwort, was ich am Anfang schon sagte, im SaaS-Umfeld spielt die Nutzung eine sehr, sehr große Rolle. Und das ist auch der Angreifpunkt. Nur über die Analysierung von Nutzungsinformationen, Nutzungsdaten kann ich auch wirklich optimieren. Und auch hier würde ich noch mal ganz kurz in das heute genutzte Werkzeug switchen, in den SaaS-Manager von Flixera. Und zwar gibt es dafür auch hier wieder einen speziellen Bereich. Special SaaS Activities nennt sich das Ganze. Was sehe ich hier drinnen? Genau diese Informationen, ich sehe meine Nutzer, also auch hier wieder, Datenbasis war das HR-System. Ich habe jetzt zum Beispiel ein M365, wo das jetzt Force Revenera Tenant wurde hier in das Demosystem eingeladen. Ich sehe jetzt, dass der Jefferson Weiss jetzt hier das Ganze benutzt hat. Und unauthorized bedeutet in dem speziellen Moment, dass der nicht autorisiert ist, eigentlich das zu benutzen. Das liegt jetzt daran, oder anders gesagt, es gibt verschiedene Typen von Usern, also verschiedene Klassifizierungen drin. Es gibt quasi unautorisierte und es gibt nicht erkannte. Nicht erkannt bedeutet sozusagen, ich habe jetzt einen Account im SaaS-Tool, M365 Salesforce, und habe den aber nicht im SaaS-Manager, also nicht über das Human Resource System, was ja eigentlich ein zentrales System sein sollte, wo jeder User drin ist, da fehlt der einfach. Das kann jetzt ein Mismatching sein, aus welchen Gründen auch immer, technischer Natur, dass die E-Mail-Adressen oder die UPNs nicht gematcht werden konnten. Es kann aber einfach auch ein Indikator sein, dass jemand noch ein Portal hinterlegt ist, der gar nicht mehr in meinem Unternehmen ist. So. Und das ist natürlich ein Optimierungspotenzial, weil der braucht diese Lizenz nicht. Also fliegt er weg und die Lizenz oder der Plan wird neu zugewiesen. Es kann aber auch ein User sein, der zum Beispiel einen inaktiven Account hat in meinem Human Resource System oder in meinem Verzeichnisdienst Azure Active Directory. Und dieser User wird dann entsprechend hier ausgewiesen und das gibt mir natürlich dann auch die Möglichkeit, insofern die Systeme nicht sprechen, das möchte ich nicht in Frage stellen, es gibt natürlich auch Unternehmen, die haben einen hohen Reifegrad, wo zum Beispiel Human Resource Systeme mit Azure oder mit Verzeichnisdiensten sprechen und mit dem SaaS-Portal. Dann habe ich diese Probleme nicht, das synchronisiert sich, aber wir treffen auch immer wieder auf Kunden, wo diese Systeme halt komplett getrennt sind, unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Es gibt halt jemanden, der SaaS managt und es gibt halt jemanden, der Human Resource macht und es gibt Verzeichnisdienste und diese Systeme sprechen nicht.
Und das kann ich halt hier drüber gut darstellen. Das heißt, es gab halt nicht diesen Deaktivierungsprozess für einen User. Was weiß ich, Herbert Meyer hat das Unternehmen halt verlassen, Human Resources weiß es, der Verzeichnisdienst weiß es, aber vielleicht das Portal weiß es nicht oder derjenige, der das Portal managt. Oder eher so, dass es Human Resources weiß, aber der Verzeichnisdienst weiß es nicht, ja. Der Account ist immer noch aktiv, das hat man ganz, ganz oft. Und theoretisch könnte sich Herbert Meyer zu Hause ins VPN noch einloggen und dann schön noch SaaS-Lizenzen weiterhin benutzen, weil sie es halt für ihn anbietet. Und genau dafür ist halt diese Sicht, um das einfach mal transparent darzustellen. Mhm. Also diese Werkzeuge sind halt für die Transparenzherstellung ausgelegt. Ja, also vielleicht auch hier wieder, weil die Frage ja kam, es geht auch wiederum ohne diese Tools. Natürlich. Kann ich vielleicht aus dem Projekt kurz erzählen. Wir haben das M365-Portal ausgewertet mit den Usern aus dem SAM-Tool bei einem unserer Kunden und ein Mismatch von 15% der User identifiziert. Das heißt, 15% der User aus dem M365-Portal, für die also aktiv die Subscription jedes Jahr bezahlt wird, gab es nicht im HR-System. Und jetzt kann ich natürlich die Gap-Analyse händisch treffen und das auswerten. Ich kann es aber auch für alle SaaS-Anwendungen hier über eins der Tools auswerten und dann sehe ich direkt, wo kommt der User her, was für ein Department, wann hat er sich zuletzt eingeloggt und springe eben nicht von Portal zu Portal und gehe diesen manuellen Aufwand. Also coole Sicht gefällt mir, weil es ja genau das verhindert, was ja wirklich oft passiert und wir hatten vorhin diese Statements der Analysten auf deiner Folie, Tobias, wo wir gesehen haben, vielleicht haben Sie es auch gelesen, ich glaube, von LeanIX war die Aussage getroffen, dass bis zu 80% der Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben, noch auf irgendwelche Dienste zugreifen können. Gut, dann kommen wir zum letzten Mythos, glaube ich sogar. Genau. Ja, Optimierung nicht möglich, weil ohnehin nur das gezahlt wird, was genutzt wird. Das ist so ein bisschen das Thema Unterlizenzierung wieder, ja, spielt alles in dieselbe Kerbe. Also Pay per Use. Ja. Ja, kann man. Also wie wollen wir mit diesem Mythos aufräumen, David? Ja, also das ist eher der Punkt Überlizenzierung, denn optimieren kann ich ja insbesondere dann und Kosten senken dann, wenn ich zu viel ausgebe. Ja. Und nun ist es bei Software as a Service Subscription so, dass ich fälschlicherweise, wird es häufig angenommen, dass ich eben nicht dafür bezahle, was ich nutze, sondern ich bezahle für das, was mir bereitgestellt wird. Mhm. Wenn ich einen Microsoft 365 E5 Plan zugewiesen bekomme, zahlt das Unternehmen, egal ob ich es nutze oder nicht. Das ist bei der Adobe Creative Cloud genauso, das ist bei meinem Salesforce Account genauso und hier muss man stärker darauf achten, dass man auseinanderhält und auch wirklich differenziert zwischen, was habe ich bereitgestellt und was nutze ich tatsächlich. Denn ich bezahle oder will ja nur dafür bezahlen, für das, was ich nutze. Okay. Und Sie kennen das vielleicht, wenn Sie in das M365-Portal gehen, dann gibt es dafür schon Übersichten. Ich glaube, das gibt es auch bei Salesforce, wo Sie sehen, so viele inaktive User. Nur gibt es das nicht für alle Dienste, weil damit verdienen die Anbieter ja ordentlich Geld. Ich meine, das sind Mitarbeiter, die es nicht nutzen, die aber trotzdem dafür bezahlen und das wollen wir vermeiden. Mhm. Meine Interpretation, wie man das vermeiden kann. Jetzt aus der Technologie heraus, kriegen die SaaS-Tools es hin, uns aufzuzeigen, wer es tatsächlich nutzt? Ja, also genau dafür sind die ja auch geschaffen worden. Deshalb gibt es halt diese Werkzeuge, wie du aber schon sagtest. Man kann immer alles selber in diesem Portal machen, aber auch hier wieder eine zentralisierte, transparente Sicht. Ich würde dazu jetzt noch einmal switchen. Und zwar dafür gibt es im SaaS-Manager eine spezielle Ansicht oder zwei Ansichten, die hier vielleicht ganz gut das Thema ein bisschen abdecken. Gehen wir erstmal an das Thema SaaS-License-Usage. Also neben der importierten Applikation sozusagen, also dem Dienst, den ich nutze, sind natürlich Lizenzinformationen sehr interessant, also vor allem das Monetäre. Ja, wie viele Ausgaben habe ich denn zum Beispiel? Und Flexera SaaS Manager kann zum Beispiel, hier gibt es eine sehr spezielle Ansicht dafür, das grafisch darstellen, wie denn
diese Nutzung ist. Also hier auf der rechten Seite sind wir wieder bei diesem ganzen, darf es denn überhaupt derjenige nutzen? Gibt es den Account überhaupt noch, der hier einen bestimmten Service nutzt? Das wird mir hier rechts dargestellt. Never Active Users, also User, die im Portal hinterlegt sind, aber die waren halt noch nie aktiv. Mhm. Ja, irgendjemand wollte unbedingt Salesforce benutzen, weil das alle seine Kollegen in der Abteilung hatten. Er hat festgestellt, er kann damit nicht umgehen, also hat er sie nicht mehr benutzt. Ja, das wird hier zum Beispiel dargestellt. Inaktive User, das war das Thema von vorhin. Jemand ist im Verzeichnisdienst eigentlich deaktiviert, ist aber immer noch im Portal hinterlegt und angezeigt. Und aktive User, das ist jetzt hier in diesem Demosystem, ist eine heile Welt. Aktive User, die diese Subscription, die diese Dienste nutzen, werden in grün dargestellt. Okay, das ist jetzt ganz spannend, weil wir sehen ja jetzt auf der rechten Seite, dass ja schon recht viele inaktive Nutzer sind. Heißt das, ich würde mit dieser Information dann in das Salesforce-Portal gehen und diese User deaktivieren? Kann ich machen. Auch das natürlich absolut möglich, aber dass dieses Werkzeug und auch andere Werkzeuge unterstützen, dass es gibt hier noch eine andere Möglichkeit. Ich habe zentral hier die Möglichkeit, ein Reclaim zu machen. Das heißt, ich kann von diesen inaktiven Usern ausgehend sagen, der braucht das nicht mehr. Oder zum Beispiel diese Never Active Users. Die brauchen diese Lizenz nicht mehr, die brauchen diese Subscription mehr. Ich möchte dafür jetzt auch nicht bezahlen. Also gibt es eine Möglichkeit, und dann können wir uns das Ganze vielleicht mal angucken. Ich überlege gerade, wie wir am besten hinspringen. Gehen wir mal in Salesforce Webinare. Ich kann ja während es geht ein bisschen den Prozess erklären. Also je nachdem, ob die API der Hersteller das hergibt, haben wir hier drüber die Möglichkeit, auch etwas zurückzuspielen in das Portal. Und das ist halt eigentlich wirklich der große Mehrwert. Das heißt, ich kann hier über dieses zentrale Tool sagen, dieser oder jener User soll das Produkt nicht mehr nutzen dürfen. Okay. Oder ich möchte ihn darüber quasi informieren. Das Ganze geht hier oder wird hier auch durch das Tool dargestellt. Also, ups. Users, ja, gerade vergessen, jetzt genau. Reclaim Opportunities. Das heißt, das Tool gibt mir hier schon die Information. Pass auf, lieber Verwalter, es gibt hier die Möglichkeit, Usern die Lizenz zu entziehen, beziehungsweise es gibt hier Optimierungspotenzial. So, ich kann hier auf diese Zahl klicken und dann wird mir hier das Ganze angezeigt. Das sind jetzt alles Accounts, die, das sieht man hier nach Reason, entweder inaktiv oder never active waren. Also zum Beispiel der hier oben, der Sarri Olmos, ist zum Beispiel ein inaktiver und niemals, der war noch nie aktiv in dieser Subscription. Er hat nie diesen Dienst aktiv genutzt. Und was wir hinten sehen, ist, dass dieser Reclaiming-Prozess schon mal angestoßen wurde hier in diesem Demosystem. Kann man auch draufklicken, was hier gerade der Status ist. Und zwar, ich würde jetzt mal einen nehmen, der vielleicht jetzt noch nicht das hatte. Habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte den User darüber informieren, dass ich gerne diese Lizenz zurückhaben möchte. Also sie soll wieder freigegeben werden. Das heißt, ich kann ihm eine Nachricht schicken und der User hat 5 Werktage Zeit, Wochentage Zeit, auf diese Nachricht zu reagieren. Mhm. So, entweder er sagt, oh, ich brauche unbedingt dieses Produkt, ich war jetzt in Elternzeit, ich hatte jetzt nicht viel Zeit, ich war in einem anderen Projekt, ich brauche wirklich dringend dieses Produkt, bitte belasse es. Dann wird diese Nachricht an uns zurückgespielt, also das ist ein Notification-System, im weitesten Sinne. Ja. Und dann ist das alles gut. Wenn er nicht reagiert, wird ihm automatisch die Lizenz entzogen. Punkt. Okay. Ich kann aber auch sagen, ich bin hier echt hart. Ich merke gerade, das Jahresende, meine Kosten steigen immer mehr im SaaS-Umfeld. Ich muss dringend reduzieren. Mein Chef, der steht schon hinter mir. Also kann ich auch direkt einfach die Lizenz entziehen und automatisch über die Schnittstelle wird dann innerhalb des Portals, zum Beispiel M365 Salesforce kann es, diese Lizenz dem User entzogen. Okay, also nicht nur lesende Rechte aus dem Portal heraus. Schreibende Rechte gibt es auch bald. Das kommt, wie gesagt, immer auf die API an und was dahinter steht. Ja, es gibt eine sehr, sehr gute Online-Hilfe von SaaS Manager jetzt zum Beispiel, wo halt drinnen steht, was ich über die APIs eigentlich alles kann. Also Lizenzinformationen zum Beispiel beziehen. Ich kann bei Single Sign-On Tools, auch ein schöner Prozess, kann ich halt dieses Discovery machen. Also das heißt, ich kann Single Sign-On Tools wie zum Beispiel in Azure anbinden oder in Okta und sehe, was über diese Single Sign-On Tools genutzt wird. Und genauso ist es wie mit dem Reclaim, wenn es diese API kann des Herstellers, dann kann ich auch zurückschreiben. Okay. Weil du gerade die Online-Hilfe angesprochen hast, an der Stelle will ich natürlich auch ganz, ganz vertrieblich sagen, dass Sie nicht nur die Online-Hilfe lesen brauchen, sondern Sie können auch gerne uns ansprechen.
Denn Tobias hat es vorhin schon gesagt, Flexera ist jetzt einer unserer Partner, Sie haben es gesehen, da kennen wir uns gut aus, das ist aber nicht der einzige Hersteller, der es anbietet, ist auch nicht der einzige Partner von uns. Wenn Sie also Interesse an dem Thema haben, dann sprechen Sie uns ruhig direkt an, dann zeigen wir Ihnen das, dann zeigen wir Ihnen auch eine Demo, wenn Sie es wünschen, von einem anderen Tool, wie Sie wollen. Das ja. Vielleicht, um den Vertrieb hier vorzugreifen. Danke auf jeden Fall. Ja. Machen wir natürlich gerne. Gut, ja, spannend. Dann denke ich, haben wir damit auch so ein bisschen aufgeräumt. Ich hoffe es. Optimierung ist also nicht unmöglich. Man muss nur wissen, an welcher Stelle und wie man es sich vielleicht auch etwas leichter machen kann. Ja. Fragen oder Antworten? Genau. Ja, dann sind wir zum Schluss angekommen. Ist noch eine Frage im Chat eingegangen. Es sind ein paar weitere, die wir uns jetzt nochmal anschauen wollen. Eine Frage ist zum Beispiel, dass bereits Flexera One genutzt wird, aber der SaaS-Tab nicht sichtbar ist. Woran könnte das liegen? Und dann noch die Frage, wie teuer die Integration ist. Das müsste man dann im Nachgang nochmal besprechen. Da würden wir auf jeden Fall, wenn es um den Preis geht, nochmal auf Sie zukommen. Aber vielleicht, Alex, woran könnte das liegen? Weißt du das? Also es ist relativ simpel. Flexera One zeigt dem Operator nur immer das an, was er auch gekauft hat. Mhm. Das heißt, sie sind einfach für den SaaS-Manager nicht freigeschalten, weil sie es entsprechend halt nicht gekauft haben. Genauso sieht es auch mit den anderen Funktionalitäten aus, sei es jetzt Cloud-Management-Plattformen oder IT Visibility, also FMS zum Beispiel. Nur das, was sie gekauft haben, ihre Subscription, das sehen sie. Okay, super. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage, weil das Thema ja bei vielen ja noch nicht so im Fokus ist. Wie sieht denn so ein klassisches Projekt aus zum Thema SaaS-Management? Wie kann ich das vorbereiten? Was muss ich als Unternehmen dazu beisteuern? Und vielleicht, wie lange dauert das auch, bis ich sowas zum Laufen kriege? Genau. Also ich würde jetzt mal mich kurz am SaaS-Manager orientieren, weil es halt einfach das Werkzeug war, was wir heute benutzt haben. Aber das können wir adaptieren. Achso, soll ich machen? Ja. Okay, prinzipiell ist es wie all unsere Projekte. Ja, wir haben eine Initialisierungsphase, wir haben eine Implementierungsphase und dann haben wir eine Transition-Phase. Bei der Initialisierungsphase ist es so, dass wir natürlich mit Ihnen erstmal den Scope abstecken wollen. Das kann man auch eigentlich machen, bevor man das Projekt beginnt. Ist sowieso sinnvoll, dass wenn Sie jetzt feststellen, ja, SaaS-Management, das haben wir schon auf dem Schirm oder wir wollen da gerne vorwärts gehen, ein offenes Gespräch erstmal zu starten und zu gucken, lohnt es sich überhaupt für Sie. Weil man muss fairnesshalber dazu sagen, oder wie es auch der eine Teilnehmer sagte, vieles kann ich auch in den Tools direkt machen. Und wenn ich jetzt nur M365 benutze, also ganz ehrlich, dann brauche ich jetzt nicht nur eine SaaS-Software. Wenn es aber zu Richtung 3 Portale wird und gerade wenn es vielleicht auch kleinere Portale oder SaaS-Dienste sind, die jetzt vielleicht auch nicht direkt integrierbar sind, das ist ja auch per API hochladbar in den SaaS-Manager oder ein anderes Tool, dann macht es schon vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Mhm. Wie gesagt, den Scope festlegen, was möchte ich überhaupt sehen, welche Portale möchte ich drin haben und Grundlage ist immer ein Human Resource System. Also ich brauche irgendwas, was mir die Wahrheit darüber sagt, über die Accounts. Ja, das kann ein klassisches AD sein, Azure AD und so weiter und so fort, aber das brauche ich erstmal als Basis, das muss identifiziert werden. Und dann, was sehr hilfreich ist, sind diese Single Sign-On Tools, also wie zum Beispiel in Okta oder auch über Microsoft kann man Single Sign-On machen, im Azure, weil ich darüber halt, wenn meine IT vernünftig aufgebaut ist, schon sehr, sehr viel abdecken kann. Also ich sehe nicht nur einmal den Single Sign-On Software als solchen, den ich natürlich auch irgendwie managen muss, also Okta muss ja irgendwie lizenziert werden. Ich sehe auch, was dahinter hängt und kriege auch über diese APIs die Daten, die dahinter sind. Also, wenn ich über Okta zum Beispiel halt mit Microsoft 365 und Salesforce und Adobe nutze, dann wird es direkt mir über die API-Schnittstelle mit reingebracht und ich erschlage damit relativ viel und habe natürlich einen geringeren Integrationsaufwand. Genau all diese Informationen, die sammeln wir in dem Kickoff. Wir geben ein paar Hausaufgaben mit, das heißt, dass wir brauchen entsprechende Berechtigung. Das ist natürlich auch ein großer Punkt. Damit das alles richtig gut funktioniert, brauche ich natürlich höhere Rechte. Es gibt minimale Requirements, die ich haben muss, damit ich erstmal die Transparenz habe. Wenn ich aber mehr machen will, das Rückschreiben von Lizenzdaten zum Beispiel, dann brauche ich natürlich wesentlich mehr Berechtigung. Das alles machen wir in der Initialisierung. Die Implementierungsphase ist relativ gering. Der Kunde muss hier ein bisschen mehr tun als wir. Wir unterstützen natürlich, wir brauchen die Lizenz für einen SaaS-Manager, ein Login und dann legen wir los, genau das, was wir im Kickoff besprochen haben, in der Initialisierungsphase einfach umzusetzen. Dann gibt es noch ein Training, das ist natürlich logisch. Wir enablen unsere Kunden, damit sie mit dem System arbeiten können. Dann gibt es eigentlich die Transition und die Transition ist dann eigentlich in der Regel an den Kunden selbst. Ja.
weil es halt noch nicht so umfänglich ist und weil man sehr, sehr viel auch selber einfach machen kann als Kunde. Also gibt es jetzt keinen Managed Service, den man da etablieren muss. Und dann hat der Kunde das Werkzeug. Dann kann er natürlich im Nachgang, wie das auch immer so ist, wie wir es immer handhaben, natürlich im Nachgang immer auf uns zukommen, wenn er an bestimmten Punkten Hilfe braucht. Ich glaube, das Kniffligste sind wirklich nicht, sind dann wirklich diese nicht direkt integrierbaren Applikationen. Also egal, bei welchem Werkzeug das jetzt ist, im Moment programmiert werden muss, da stehen wir natürlich gerne zur Stelle und helfen damit unserem Know-how aus. Genau. Super, vielen Dank. Ja. Wir sind zwar schon ziemlich knapp an der Zeit, es gibt trotzdem noch eine recht passende Frage im Anschluss an dieses Thema. Ja, es wird gefragt, dass noch kein SEM-Tool im Einsatz ist und man sich unsicher ist, ob es sich lohnt, eins einzuführen. Welche Möglichkeiten gibt es denn vorab zu evaluieren, ob es Sinn macht? Alex, du hast gerade gesagt, man sollte sich vorher zusammensetzen, den Scope. Aber wenn ich jetzt gar nicht weiß, was ist denn überhaupt in dem Scope? Ich habe keine Ahnung, was sich da rumtreibt. Also wie finde ich das raus? Wie mache ich, kann ich das zum Beispiel dem Management vorlegen, dass es Sinn macht, da jetzt zu investieren? Willst du? Ja. Also an der Stelle, wenn Sie noch kein Tool haben, dann sind Sie ja in der Position, wo ganz viele andere ausstehen. Sie sind jetzt noch nicht, Sie haben den, ich sag mal, den Zug noch nicht verpasst, wie das ja häufig im Bereich Software Asset Management im Allgemeinen ist. Da ist es jetzt so, wenn man SAM einführt, dann ist es ja nicht so, dass man Software jetzt erst neu nutzt, sondern man hat ja eigentlich schon, wenn man damit jetzt anfängt, 15 Jahre aufzuräumen. Ganz so ist es jetzt nicht, aber Sie sollten es halt nicht verpassen, auf den Zug aufzuspringen, weil Sie wollen ja nicht wieder diese Aufräumarbeit machen, wie es viele machen, die erst sehr viel später mit SAM anfangen. Grundsätzlich würde ich so beginnen oder das Ihnen empfehlen, dass Sie sich, dass Sie eine Art Analyse machen dessen, was Sie im Einsatz haben. Und dass Sie eine Analyse dessen machen, was Sie prozessseitig bereits angepasst haben oder anpassen müssen. Denn es ist, so viel wir jetzt über die einzelnen Portale und Produkte gesprochen haben, es ist auch eine Prozessfrage. Und was wir Ihnen anbieten können, ist eine Cloud, eine SaaS-Analyse, eine Prozessanalyse. Geht nicht lange, zwei, drei Tage machen wir das mit Ihnen. Da gehen wir 10 wesentliche Aspekte gehen wir durch, vom Deployment-Prozess, vom Beschaffungsprozess, vom Reharvesting-Prozess über die Datenschutz, IT-Security. Schauen uns an, wie Sie da aktuell aufgestellt sind. Ist es notwendig, das Tool gestützt mit zu verbessern? Ist es vielleicht, das kann auch ein Ergebnis sein, ist es vielleicht so, dass Ihr bestehendes SAM-Tool auch dafür ausreicht, dass Sie die 2, 3 SaaS-Anbindungen, die Sie haben, dort mit integrieren? Das kann auch das Ergebnis sein. Also wir schauen, wie ich immer schon sage, auf eine grüne Wiese, und gehen mit Ihnen gemeinsam die Punkte entlang, die geprüft werden müssen. Und im Anschluss sollten Sie dann enabled sein zu entscheiden, gehen wir hier mit einem Tool noch ins Rennen oder haben wir vielleicht schon alles, was es braucht und wir müssen nur an 2, 3 Prozessschrauben drehen und sind gut ausgestattet. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, also ich weiß jetzt nicht, was die Frage war, SAM oder SaaS-Tool, aber wenn Sie weder beides noch, also wenn Sie beides noch nicht haben, dann ist es eher eine Chance aus meiner Sicht. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel für sich identifizieren, der Scope ist nicht nur On-Premise-Software, sondern SaaS-Software, dann können Sie jetzt auch Ihren Fokus darauf legen und sich ein Tool suchen, das beides in dem Maße unterstützt, wie Sie es brauchen. Wenn man vielleicht vor 5 Jahren noch gesagt hat, ich will einfach nur eins, mit dem ich meine On-Premise-Software verwalten kann, dann muss man sich vielleicht jetzt nochmal umgucken nach einem anderen Tool. Und jetzt hat man eher die Chance zu sagen, ich will es vollumfänglich. Also man hat jetzt eher die Möglichkeit, ein Tool zu finden, was alles kann, sozusagen. Oder einen Hersteller, der alles kann. Ja. Also eher eine Chance, als dass es jetzt negativ zu betrachten wäre. Super. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Also vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Teilnahme. Vielen Dank, David, Alex, dass Sie hier teilgenommen habt und uns durch die Mythen geführt habt. Sollten Sie noch Fragen zu dem ganzen Thema SaaS-Management haben oder allgemein zu Themen SAM, ITEM, ITSM, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir stehen Ihnen da, parat und versuchen Sie zu unterstützen. Ich denke, das können wir auch sehr gut. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie uns im Nachgang nochmal ein Feedback zu dem Webcast geben. Was fanden Sie gut? Wo sagen Sie, könnten wir noch was verbessern? Und freuen uns darauf, dass wir Sie dann auch hoffentlich im nächsten Webcast wieder begrüßen dürfen. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.